Oh Mann. Da haben wir hier hinten eine Menge zu tun und ich weiß halt echt nicht, wer da der Verräter sein soll. Ich will da jetzt auch niemanden jetzt auf die Füße treten. Ich hoffe, wir sind da willkommen. Ich wollte jetzt nicht ein ganzes Dorf auf einmal hochnehmen. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Die tragen. Na, dann wollen wir mal gucken. Und dann halt Birner, ne? Das ist schon... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es weder Gale noch Liv sind. Es spricht momentan alles für Birner. Aber es heißt ja immer, im Zweifel für den Angeklagten. Und aus diesem Grund werde ich jetzt hier nicht vorstellen, jetzt hier handeln. Das wäre das Dümmste, was wir jetzt tun können. Dann scheitert die Quest, wenn wir die falsche beschuldigen. Das Schöne ist einfach so in dem Spiel, du kommst einfach über alle hoch. Also... Ich habe ja schon gesagt, ne? Das Ding ist halt, England ist halt wirklich schön. Es ist halt nur anders schön. Aber trotz alledem ist es halt wirklich geil hier von der Grafik und also wie gesagt, es ist was anderes. Das England des Mittelalters ist etwas anderes als das antike Griechenland. Definitiv. Der bumst uns weg. Oh.
Ey, ja, das ist das Ding. Der war noch ein bisschen zu stark. Scheiße. Ja, gut. Das war nicht so gut. Stimmt etwas nicht. Das ist ein Fluch. Wenn ich den wegbumsen kann, warum nicht? War halt nicht so gut. Okay, das lassen wir. Ein Paladin. Eine Stärke 90 haben wir noch nicht. Ganz nach hinten. Ich hoffe, das lohnt sich. Ich hoffe halt wirklich, dass sich das lohnt. Und dass wir da in keine großen weiteren Schwierigkeiten geraten. Ach so, ja. Oh ja.
Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Bist du hier durch einen Sturm gesegelt? Das hast du nie erzählt. Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas Heer gestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrun nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Du warst dabei, als Gudrum Soma zum Statthalter von Grantabrück ernannte. Wie fühlte sich das an? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Ich bin mal gespannt, was das Gespräch mit der Birne ergibt. Also ich werde hier keine vorherigen Schlüsse ziehen. Klar, jetzt hätten wir auch einen Dienst für Liv gehabt, aber er scheint ja trotzdem ja treu zu sein. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wiegmunds Mann. Richtig, richtig. Wiegmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Geil, ey. Wow, da haben wir jetzt ja richtig, Wir packen aufeinander auf! Ich spreche dir das zurück! Oh! Was? Nachgeburt!
So! Kopf ab, ey! Das waren Zivilisten! Nein! Ich dachte, das wäre der Priester gewesen. Sigmunds Priester ist in der Kirche. Bin ich bereit? Wir schaffen das. Tod bestätigen. Die Lügen dieses Priesters werden den Schier nicht mehr vergiften. Wir sollten gehen. Brief von Wiegmund. Vater Cuthbert. Neue Fähigkeit. Brandpulverfalle. Brief von Wiegmund. Vater Cuthbert. Ich will meinen Dank aussprechen für die anhaltende Unterstützung. Ich muss sagen, deine Schüler entzücken mich. Sie verfügen über eine Folgsamkeit, die wohl nur dank deiner Weisheit und Führung zustande kommen kann.
Bitte sende sie weiter zu mir. Ich finde Gefallen daran, mit solch aufgeweckten jungen Männern zu sprechen, die über den Orden der Ältesten lernen wollen. Sie können nur profitieren und ich bin froh, sie für unsere Sache zu gewinnen. Wiegmund. Gibt's hier irgendwie noch was zu plündern hier? Nee, so gibt es das nicht. Ne? Also ich dachte schon gerade, wenn wir halt hier sind, ne, dann können wir ja hier mal gucken, ob wir da noch mal ein paar Sachen mitnehmen können. Na, schreit doch nicht so. Ich sollte mich vermummen. Aber Wikinger. Bei den Schweinen zu liegen. Wieder ein paar Vorräte. Da haben wir noch ein bisschen Silber und dann haben wir hier noch, glaube ich, hier haben wir auch noch was. Da drin. Okay, alles klar. Haben wir jetzt geplündert. Wir können hier weg. Hier ist keine Spur. Ach, da ist der, okay. Ich darf ihn gut gemacht. Wir haben Wigmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück. In Grantabrück. Wollen wir mal gucken, dass wir mal eben kurz die... Achso, wir haben hier eine Fähigkeit, glaube ich. Nahkampf oder Fernkampf? Ist Fernkampf sogar. Brandpulverfalle. Finde einen Beutel mit einem flüchtigen Pulver an deinem Fall, dass ich muss... Okay. Fähigkeiten. Also Fertigkeiten. Huch. Da habe ich schon gleich wieder die Aufnahmezeit vergessen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen auf Krieger. Und dann hätten wir hier auch schon den dritten Adrenalin-Dingens, ne? Das ist, ja, gut. So, und damit rutschen wir rein in den Endscreen, Leute.
gut. Wir haben jetzt in dieser Folge einen weiteren Mann Wigmunds beiseite geschafft, den Priester. Und ja, ich finde die Details, die wir hier bekommen haben, auch wieder sehr interessant. Jetzt in dieser Folge haben wir uns ja Liv angehört. Liv hat ganz klar gesagt, er hätte gerne die Führung von Grantabrück übernommen, als Guthrum ging und er Soma das Kommando übergeben hat. Aber trotzdem ist er Soma halt treu ergeben. Ich weiß es nicht. Ich hatte erst Birna in Verdacht, weil sich Galen auch so negativ über sie geäußert hatte. Aber jetzt gibt uns Liv natürlich auch ein Indiz. Aber gut, in der nächsten Folge hören wir uns dann Birna an, die ich ja immer noch irgendwo verdächtige. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis deine Antenne. Und ciao mit O. Omen. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand upon the prow, noble bark I steer, steady course to the haven. Humane foemen, humane foemen. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand upon the prow, noble bark I steer, steady course to the haven. Humane foemen, humane foemen.